weniger auf der Hand liegt, obwohl man das also auch in den Schlössern ja sehen kann. Ein anderer Name, Sie hatten ihn vorhin schon, als wir über den Titel Ihres Buches gesprochen haben, erwähnt, Schnorr von Carolsfeld. Inwieweit hat denn Carolsfeld sozusagen die Imaginationskraft von Ludwig II. Beflügelt? Also der Schnorr von Carolsfeld ist von dem Großvater, von dem Ludwig I. nach München geholt worden, hat er als seinen ersten Großauftrag, die Kaisersäle in der Residenz auszumalen. Die sind leider im Krieg zerstört worden. Dann kam aber... Gehört da dieses Bild, Kriemhilds Tod, auch schon dazu? Nein, nein. Das war dann der zweite große Auftrag, die Nibelungensäle auszumalen. Wenn Sie zur Oper gehen, gleich links sind so 5 Säle, da sind die Bilder. Es geht fast keiner rein, weil man durch den Haupteingang immer in die Residenz geht. Und da hat der Schnorr von Carolsfeld angefangen zu malen. Jetzt muss man sich überlegen, der junge Ludwig, das Kleinkind, ist da ja durch die Residenz gelaufen und hat erlebt, wie in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts diese Bilder an die Wand gemalt worden sind. Das sind also Figuren, da ist der Hagen, man sieht es in dem Buch, der ist 2 Meter groß, wie der den Siegfried erschlägt. Und der, ich sage immer, kleine Ludwig ist dann durch die Farbtöpfe wahrscheinlich gelaufen und hat gesehen, wie diese Bilder an der Wand emporwachsen. Und der Schnorr von Carolsfeld war ein unglaublich genauer, präziser Maler. Der hat sich erkundigt, der hat genauestens beschrieben und gelesen, wie die Sachen gemalt werden müssen. Der wird sich mit dem auch unterhalten haben. Und wenn dann der gleiche Ludwig kurz danach die Textbücher von dem Richard Wagner bekommt und die Musik zur Nibelungenlied, dann ist klar, dass das für den eine Fabelwelt war, der sowieso ein sehr fantasiereicher Junge war, eine Fabelwelt, die eigentlich von seiner frühesten Kindheit an ihn begleitet hat, bis er Richard Wagner persönlich getroffen hat.